machen jetzt hier weiter bei Pearl TV mit dem guten und lieben Thema sauber machen und putzen. Also vielleicht machen Sie das nicht ganz so gerne oder auch nicht ganz so oft, aber jetzt ist es ja soweit, Sie haben bestimmt auch schon mal rausgeschaut, die Sonne scheint und man sieht dann diesen ganzen Staub in der Wohnung auf dem Fußboden. Vielleicht möchte man den auch noch mal ein bisschen wieder schicker machen, dass der wieder richtig glänzt und natürlich, was darf nicht fehlen, unsere Visitenkarte nach draußen, unsere Fenster. Und da kommen wir natürlich auch noch zu unseren Fensterputzrobotern. Aber anfangen tun wir mal mit dem Boden. Und ich finde wirklich, jetzt ist die perfekte Jahreszeit. Der Frühlingsputz kann starten. Und mit unserem Produkt macht es auch noch richtig Spaß, Becky, oder? Definitiv. Es macht richtig Spaß, wenn ich Produkte habe, die effektiv mit mir mitarbeiten, Hand in Hand sozusagen. Und das macht es einfach richtig leicht. Und es macht dann tatsächlich sogar ein bisschen Spaß, die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Denn wo wir uns alle einig sind, das Endergebnis lieben wir doch, oder? Wenn alles so blitzeblanke sauber ist, die Sonne scheint richtig schön rein, man sitzt auf dem Sofa, man schaut über den Boden und gerade im Sonnenschein sieht man ja alles auf dem Boden. Und Sie werden nichts sehen am Fenster, Sie schauen raus, Sie haben klare Sicht nach draußen, wie wenn da keine Scheiben wären. Also das genießen wir alle, du auch, Ingo, ne? Ja, jetzt war ja sehr schön das Wetter am Wochenende, ne? Und wir haben so im Wohnzimmer gesessen und haben unseren Garten angeguckt, wo wir den ganzen Samstag verbracht haben übrigens. Aber man sieht das an den Fensterscheiben. Man sieht den Dreck an den Fensterscheiben. Da kann man eben so oft putzen, wie man will. Wenn es einmal regnet oder ein bisschen feucht ist oder jetzt mit den Pollen, mein Gott, da kann man gar nicht mehr rausgucken. Boden, das ist bei uns auch so, ne? Wir haben so einen langen Raum, auf der einen Seite Esszimmer, auf der anderen Seite Wohnzimmer. Und da kann man so die Sonne sich spiegeln sehen im Boden, wenn alles gut ist. Und dafür haben wir jetzt eine richtige Poliermaschine, richtig? Oh ja, ne? Poliermaschine. Ja. Das sagt es schon, was Sie für Ergebnisse erwarten dürfen mit diesem Gerät, das ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Und zwar steht es hier schon ganz dezent einsatzbereit, um die Fußböden zu polieren. Das Schöne ist hier, wir brauchen jetzt endlich keinen Wassertank mehr mitzuschleppen. Denn das war ja immer so, wenn du die Böden richtig schön glänzend hinbekommen musstest, dann musstest du immer den Eimer holen, du musstest noch einen Lappen holen, du musstest den Wischmopp holen. Allerlei Material, das brauchen wir hier jetzt nicht. Cool. Warum? Wir haben hier ein Gerät, das hat einen Wassertank mit integriert. Hier ist der versteckt. Und da habe ich einen Trichter mit dem Lieferumfang mit enthalten und kann hier das Wasser einfüllen. Das habe ich im Vorfeld natürlich schon getan. Und dann schalte ich den hier mit einem Fußdruck an und kann jetzt starten, den Boden erstmal grund zu reinigen. Dafür habe ich hier die Pads, die zeige ich Ihnen doch auch nochmal. Hier diese rauen Mikrofaserpads. Damit kann ich jetzt richtig schön erstmal den Boden säubern. Und im zweiten Schritt gehe ich dann mit den zweiten Pads, die ich hier noch im Lieferumfang mit enthalten habe, rüber und poliere nochmal richtig schön. Also wenn wir jetzt gerade nach längerer Zeit das erste Mal wieder putzen, würde ich das empfehlen, definitiv mit diesen Reinigungspads zu starten. Und ihr seht jetzt hier schon, wenn ich hier am Griff den Startknopf drücke, mit was für einer Effektivität der Boden hier richtig durchgeschrubbt wird. Richtig geschrubbt wird hier in der Geschwindigkeit, die kann ich per Hand gar nicht nachahmen. Und wir haben ja hier noch den Wassertank mit integriert. Ich kann jetzt auf Knopfdruck das Wasser hier rausspritzen und dann hier rüber gehen. Und das ist so genial, weil das ist ein richtiger Allrounder, diese Poliermaschine, weil ich damit jetzt nicht überwässer. Also auch bei Parkettböden, Echtholzböden, ist das super wichtig, dass ich nicht mit dem triefenden Lappen umhergehe, sondern dass ich punktgenau hier das Wasser so dosiere, wie ich es gerade brauche, um das Reinigungsergebnis zu erzielen, was ich mir wünsche. Und das ist das Schöne, weil es ist sparsam. Ich habe nicht viel zu schleppen. Ich habe keinen großen Eimer von einem Raum zum anderen Raum zu schleppen. Das geht hier so schön leicht. Es ist so schön. Es macht so gute Laune. Und vor allem das Endergebnis macht gute Laune. Schau mal. Ich mag das ja, wenn man den Erfolg immer sofort sieht. Ja, ne? Und man sieht jetzt schon, dass das hier deutlich mehr glänzt, als wo du nicht gewesen bist. Ja, ne? Finde ich beeindruckend. Es ist halt einfach wahnsinnig effektiv, ne? Wenn du mit dem Lappen einfach so drüber gehst, hier, das, schau dir das mal an, das musst du ja wirklich
polieren, ne? So eine, ja, so eine, ja, marmorierte Fläche oder so eine gefliesste Fläche, gerade wenn sie so glänzend ist, da siehst du alles. Gerade wenn das beispielsweise in der Küche der Fall ist oder im Badezimmer, du siehst alle Spritzer, du siehst jeglichen Haarspray, der da haften bleibt. Und da ist das richtig schön, jetzt eine Poliermaschine zu bekommen, mit der sie nicht nur die Böden putzen können, sodass sie rein aussehen im ersten Moment, sondern richtig schön polieren. Weil was du dann siehst bei solchen Böden, ist dann oftmals die Streifen, ja, wenn du mit einem, ja, normalen Wischmopp gewischt hast. Das hast du hier nicht mit den zweiten Mikrofaserpads, die wir hier sehen. Hier, das sind sie, diese weichen Pads zum Polieren und Pflegen dieser glänzenden Oberflächen. Genial, oder? Richtig genial. Vor allem sehe ich ja auch noch, dass hier noch Licht dabei ist. Ja. Das finde ich auch super, gerade so unterm Sofa oder in so dunklen Ecken, ja, wo natürlich der Boden auch poliert werden soll, hat man da auch noch mal Licht dabei. Und was ich richtig klasse finde, ist hier dieser Teleskopstab, dass man den einfach so ausschieben kann. Man muss sich also nicht mehr auf den Boden begeben, auf alle Viere sich hocken und an den Boden selber putzen. Hiermit geht das richtig einfach. Du hast das ja einfach während dem Moderieren so schön gemacht. Das war so leicht. Kann ich mal probieren? Ja klar, gerne. Warte. Cool. Genau, einmal hier runterklappen. Ich hatte den ja noch, auch noch nie. Auf Start hier, auf den Powerknopf. Genau, jetzt geht's los. Das ist ja wirklich kinderleicht, ne? Und jetzt sprüh mal Wasser. Der macht sich hier richtig mit eigenem Gewicht. Ja. Hält er sich da am Boden und poliert das richtig. Ja, also es ist gar kein Gewicht, was du in der Hand merkst. Ne? Nee, also wirklich überhaupt nicht hier. Nicht. Ne? Das ist super leicht. Der lässt sich auch leicht führen. Du musst da nicht schieben, du musst nicht hinterherziehen. So. Unterm Bett kannst du endlich mal auch wischen. Wäre mit dem Wischmopp auch nicht so leicht möglich. Also ein richtig tolles Gerät. Eine wunderbare Ergänzung für Ihren Haushaltsschrank, für Ihren Haushaltsraum, weil Sie hiermit endlich mal richtig gute, perfekte Ergebnisse bekommen. Ja, super. Unsere Fußbodenpoliermaschine hat die Bestellnummer NX5871 und die 569. Hier sehen wir sie nochmal. Also wirklich genial, um Fußböden richtig sauber zu machen. Und wenn es auch Laminat ist, lässt sich prima machen. Aber diese glänzenden Fliesen, das war ja echt beeindruckend dabei uns im Zuspieler. Ne? Ja, und das kriegst du halt kaum von Hand so hin, wenn du nicht die richtigen Mittelchen hast. Es macht wirklich einen Unterschied, das Material, was du benutzt zum Putzen. Und wenn du gutes Material hast, gutes Profi-Equipment, dann macht es mehr Spaß. Es geht einfach und man sieht den Erfolg sowieso. Ich muss sie mal kurz durch. Das nächste Gerät hat dir Moni direkt angetan, aber das war ja auch eins deiner Lieblingsprodukte von Anfang an hier bei uns bei Pearl TV, ne? Das weiß ich noch ganz genau, ja, wie begeistert du von dem warst. Was hat dich besonders begeistert an dem Modell? Naja, dass wir hiermit erstmal den Staub entfernen können, den man auf dem Boden findet und das auch wirklich kinderleicht hier mit dieser praktischen Zyklontechnologie. Aber wir haben da nämlich noch einen weiteren Aufsatz. Das wird uns Becky bestimmt auch gleich noch verraten. Und natürlich ist der super leicht. Man hat kein Kabel mehr dran. Man kann ihn einfach überall hin mitnehmen. Mhm. Ich liebe einfach solche Staubsauger. Ja, also es ist wirklich das komplett wunschlos Paket hier, was Sie bekommen. Der zweite Aufsatz, von dem Moni gesprochen hat, ist hier dieser Wischaufsatz. Sie haben jetzt eben gerade gesehen, dieser Effekt von so einem tollen Sauger. Man kommt nicht umhin, ihn direkt in die Hand zu nehmen, wenn er da steht, und zu saugen. Wenn Sie dann Ihre Teppichböden gesaugt haben und beispielsweise die Böden schon mal vorgesaugt haben, dann können Sie hier mit dem zweiten Aufsatz hingehen und auch hier wieder die Böden richtig schön durchpolieren und nass säubern. Schau mal, ich muss einfach nur hier auf den Knopf drücken, dann kannst du den rausfahren. Ja. Moment, so. Zack. Und dann wechseln wir den Aufsatz einfach. Cool. Mhm. Und haben jetzt hier die Möglichkeit, mit unserem Zyklonsauger nicht nur zu saugen, sondern auch zu wischen. Wir haben hier den Wassertank direkt mit integriert. Haben Sie es gesehen? Und jetzt kann ich hier die Wasserzufuhr einschalten und dann wird hier auch ganz wenig Wasser dosiert auf Ihren Boden, genauso wie es das braucht, um Ihre Böden schön sauber zu kriegen. Und auch hier haben wir diese Schrubbleistung auch durch diese Pads, die hier den Boden richtig schön sauber machen. Und gleichzeitig hören wir, er saugt immer noch. Ne? Also wir haben hier immer noch die Saugfunktion mit dabei. Das heißt, Sie haben hier das 2-in-1. Nein, eigentlich kein 2-in-1-Paket, Sie haben sogar ein 3-in-1-Paket. Schauen wir uns die nächste Funktion an. Wir haben nämlich nicht nur hier diese zwei Aufsätze, wir haben auch die Möglichkeit, hier den Stab mit rauszunehmen und haben dann
Einen Handsauger. Ja, perfekt. Und weißt du, es ist wirklich der Wahnsinn, weil was ich euch bisher unterschlagen habe, ist die Saugleistung, die der hat. Und die Saugleistung von dem normalen Haushaltssauger, die habe ich jetzt hier als Handsauger auch total kompakt in einer Hand. Es sind 20 Kilopascal Saugleistung, die hier drin stecken. Ein normaler Staubsauger hat, glaube ich, so 12, 13 Kilopascal. Ne? Richtig, das ist so der Durchschnitt. Aha. Und das ist hier 20 Kilopascal starke Saugleistung, mit der Sie wirklich in 0, nichts Ihre Wohnung richtig schön frühlingshaft vorbereiten können, wenn Sie dann eben alles schön sauber haben. Sie sehen kein Staubkörnchen mehr irgendwo. Mhm. Das macht den Haushalt leicht. Natürlich die Saugleistung, die Flexibilität. Ich liebe es an diesem Gerät, dass ich zum einen ein super schlankes Design habe, aber auch mir so viele Haushaltsgeräte spare, weil ich hier 3 in 1 habe. Es ist so schön, es ist wirklich schön und natürlich ist das Ergebnis wunderschön und endlich ist auch mal der Weg dahin schön. Wie oft müssen wir uns zum Haushaltstätigkeiten nachkommen überwinden? Wie oft müssen wir uns wirklich Zeit dafür nehmen? Und das müssen Sie hier nicht, weil hiermit macht es einfach richtig Spaß, vor allem jetzt richtig schön loszulegen, jetzt wo die Tage wieder so schön werden, wo die Sonne so schön scheint, da möchte ich auch, dass der Boden richtig schön glänzt. Und es ist ja so, dass wir jetzt den Frühlingsputz starten, ne? Ja, es ist halt jetzt, wo das schöne Wetter anfängt, da sieht man jedes Staubkorn, sag ich mal. Mit so einem Akku-Zyklon-Staubsauger haben Sie keinen Schlauch, Sie haben kein Kabel. Weißt du, wie lang so ein normales Staubsaugerkabel ist? Immer zu kurz. Immer 1-2 Meter zu kurz. Ich kenne das bei uns. Wir wohnen in so einem Reihenhaus mit mehreren Stockwerken. Ja, die Treppe alleine ist es schon wert, sich so einen Akku-Zyklon-Staubsauger zu holen, weil man da eben nicht mehr kabelgebunden ist und nicht mehr den Schlauch noch über die Schulter hat und den Staubsauger in der anderen Hand. Das ist alles ein Drama. Wir haben jetzt seit einem Jahr so einen Akku-Zyklon-Staubsauger, wir möchten ihn nicht mehr missen. Wir haben noch den normalen Staubsauger, den benutzen wir aber schon gar nicht mehr, weil das so viel praktischer ist. Der ist einfach, der hängt einfach da, wird geladen und wenn man ihn braucht, benutzt man ihn und dann hängt man ihn wieder hin. Also es ist wirklich einfacher, geht es schon gar nicht. Ja, es ist kein Aufwand. Also es ist wirklich super leicht. Sie haben hier ein tolles Gerät, tolle Qualität. Durch die Zyklontechnologie brauchen Sie keinen Staubsaugerbeutel mehr. Das ist auch nochmal ein finanzieller Aspekt. Hier sehen Sie auch noch die Aufsätze für den Handsauger, die auch noch im Lieferumfang mit enthalten sind. Das ist der Allrounder für Ihr Zuhause, um auch solchen Ecken und Kanten mal gerecht zu werden. Da sammelt sich ja so viel, was man zum Glück jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht. Aber wehe, die rutscht die Fernbedienung da rein in so einen Schlitz. Mhm. Und du fährst da mal rein, was sich da alles ansammelt. Ja, ja. Das ist jetzt die Gelegenheit, hier zuzuschlagen und sich fit zu machen für den Frühlingsputz. Ja, und das sogar auch noch zum TV-Sonderpreis. Also greifen Sie hier unbedingt zu bei unserem 3-in-1-Zyklon-Hand- und Bodensauger mit Wischaufsatz. Hier haben Sie dann alles mit dabei und dann kann es bei Ihnen auch schon wieder richtig schön glänzen. Dann können Sie auch wieder gerne Gäste einladen, weil auch das macht man doch super gerne im Sommer. Und dann brauchen Sie auch kein schlechtes Gewissen, haben das irgendwo noch ein Krümelchen versteckt ist, weil hiermit saugen Sie alles weg mit dieser wahnsinnig guten Saugleistung. Direkt bestellen mit der NX48. 55 und der 569. Ja, und jetzt haben wir den Boden schon poliert, wir haben ihn gesaugt, gewischt und jetzt kümmern wir uns mal um die Fenster. Ja, das ist meistens immer so eine schwierige Angelegenheit, das macht man immer nicht so gerne, aber hier mit unserem Fensterputzrobotern, die wir jetzt im Angebot haben, geht das richtig gut. Ja, hier haben wir nämlich auch wieder ein Komplettpaket für Sie. Es ist schon der Wahnsinn, was die Technik heutzutage alles uns ermöglicht und an Erleichterung vor allem auch ermöglicht. Denn dieses lästige Fensterputzen, das ist nicht mehr lästig, wenn wir hier diesen Helfer zur Hand haben. Richtig gute Qualität von Hobot. Vielleicht kennen Sie die Marke Hobot. Wir arbeiten sehr, sehr gerne mit denen zusammen, weil die Hersteller sind im Bereich der Home Robotics Roboter, also der Haushaltsroboter. Die machen nicht nur Fensterputzroboter, sondern vieles mehr, was ihnen zu Hause den Alltag erleichtert. Die sind also richtige Experten und dementsprechend können Sie sich auch darauf verlassen, dass das der Putzexperte ist für Ihre Fensterflächen. Und nicht nur das, alle glatten Oberflächen, die Sie zu Hause haben, das ist eine ganze Menge.
überlegen Sie sich allein schon, wie viele Fenster Sie haben, die jetzt gerade alle geputzt werden müssen. Ich habe auch schon wieder geguckt, muss auch schon wieder den Fensterputzroboter ansetzen. In dem Badezimmer, die gefliesten Flächen, die Duschkabine, die vielleicht auch verglast ist. Ich habe Glastüren zu Hause, Spiegelscheiben zu Hause, ganz große auch. Die sind immer schön, solange sie halt eben schön geputzt sind. Und hier sorgen wir dafür, dass die immer blitzeblanke sauber sind und vor allem auch blitzeblanke sauber bleiben. Weil ich sage Ihnen, wenn Sie den Fensterputzroboter zu Hause haben, Sie werden ihn häufiger benutzen, als Sie selber sich an die Fenster gewagt haben. Und man muss ja wirklich von einem Wagnis sprechen, weil Fensterputzen ist ja mitunter auch sehr gefährlich. Ja. Da musst du dich verrenken. Unser Chef hat zum Beispiel erzählt, er hat so feststehende Fenster am Dach, wo du dann quasi auf der Fensterbank rumbalancieren musst, um überhaupt diese Fenster zu putzen. Was macht er? Natürlich, er benutzt unseren Hobart-Fensterputz-Roboter, weil der hier im Nu auch solche unerreichbaren Stellen für Sie reinigt. Bei mir ist es zum Beispiel ein Eckfenster, da komme ich gar nicht ums Eck. Also das ist ein feststehendes Fenster, ich komme da gar nicht ums Eck und nutze da auch den Fensterputzroboter, weil ich den einmal nur ums Eck ansetzen muss und da passiert der Rest hier wie von Geisterhand. Da sehen Sie das mal, wie von Geisterhand, oder? Das sieht so aus, wie wenn jemand da stehen würde und den da langführen würde. Warum? Weil wir es uns vielleicht auch noch gar nicht vorstellen konnten, dass sowas möglich ist. Der saugt sich hier mit Unterdruck an dieser Oberfläche fest und gleitet dann hier über die Fensterfläche. Und Sie sehen hier auch, er besprüht die Fensterfläche auch, bevor er hier drüber fährt mit dem Mikrofaserpad, was sich auf der Rückseite befindet. Und er putzt mit System. Das heißt, Sie müssen nicht mal drauf achten, oh, hat er jetzt wirklich jede Ecke geputzt? Ja, hat er. Weil der ist mit Sensortechnologie ausgestattet, die es ihm ermöglicht, dieses Fenster im Vorfeld, ich sag jetzt mal, abzuscannen, sodass der ganz genau weiß, wann er das Fenster fertig gereinigt hat. Und dann können Sie sich drauf verlassen, der hat jede Ecke und jeden Fleck hier gereinigt. Man muss dazu sagen, man nutzt den vielleicht das erste Mal auch mehrmals an einem Fenster, ne? Weil wir haben ja oftmals, so das kennt ihr alle, wir zögern das Fensterputzen hinaus, oder? Oh ja. Wir zögern es hinaus und dann ist da so eine richtig dicke Staubschicht drauf und dann setzen Sie den vielleicht zweimal an und beim ersten Mal werden Sie merken, da ist schon viel Schmutz runter, aber dann beim zweiten Mal ist es richtig schön blitzeblank und das meinte ich mit Fenster sauber halten. Sie werden gar nicht mehr an den Punkt kommen, dass da so eine dicke Staubschicht und Pollenschicht, Pollen stehen uns ja auch noch bevor, Pollenschicht dranhängt. Der klebrige Belag, ne? Wie bitte? Diese klebrige gelbe Zeug da. Richtig. Den werden Sie regelmäßig ansetzen in der Pollenzeit. Wirklich, wenn Sie nur ein Staubkörnchen da sehen, nur ein Pollenkörnchen, es ist ja kein Problem. Ich zeige es Ihnen nochmal, wie wenig Aufwand das Fensterputzen jetzt ist. Ich setze den einfach hier an der Scheibe an. Ich schalte ihn an. Ich drücke auf Start und los geht die Fahrt hier und er gleitet von ganz alleine auch hier im Studio wieder über die Fensterfläche. Das ist alles, was Sie tun müssen. Mehr ist es nicht. Schön, oder? Ja, bevor ich hier angefangen habe, wusste ich nicht, dass es Fensterputzroboter gibt. Aber ich bin so begeistert davon. Ich habe den dann mit nach Hause genommen und meine Frau war auch sehr skeptisch. Mensch, ein Fensterputzroboter habe ich noch nie gehört. Kann der was? Und wir sind jetzt seit anderthalb Jahren stolze Besitzer genau diesen Modells. Es ist wirklich unglaublich, wie viel Arbeit der einen abnimmt. Meine Frau arbeitet, ich arbeite in der Woche. Dann guckt man raus und denkt, oh, die Fenster sind dreckig. Naja, nächsten Samstag setzen wir uns mal hin. Dann sind das 2-3 Stunden oder je nachdem, wie lange man dafür braucht. Und die Zeit ist so wertvoll. Ihr habt nur diese 2 Tage zusammen. Ganz genau. Die will man doch mit anderem verbringen als mit Putzen und Fensterputzen. Ich finde das zum Beispiel viel schöner, wenn ich mir überlege, ich habe jetzt den Akku-Zyklonsauger bestellt und während mein Fensterputzroboter die Fenster macht, kümmere ich mich im 0,nix um den Boden. Das ist Zeit, die ich mir spare und das ist Zeit, die ihr dann auch zusammen verbringen könnt. Was macht ihr alles so, während euer Fensterputzroboter für euch arbeitet? Gott. Was man so macht, ne? Fernsehen gucken, Buch lesen, wir frühstücken, ganz egal. Du kannst ja jetzt wirklich, sobald irgendwas am Fenster ist, du hast gesagt, ein Pollen. Wir hatten neulich Besuch von Kindern. Da waren plötzlich mal so Fingerabdrücke überall auf dem Fenster. Ist ja auch ganz normal, das sollen die ja auch, ne? Aber mit so einem Fensterputzroboter setzen einfach rauf und dann ist so, als wenn nichts passiert wäre. Normalerweise müsstest du dann im Keller
die Abziehtücher suchen, den Abzieher suchen und alles machen. Und weißt natürlich du? Auch diese Fenster, an die du sonst gar nicht rankommst, wie du gesagt hast. So ein Dachschrägenfenster haben wir, das ist direkt über dem Treppenhaus. Da ist ja lebensgefährlich, das selber zu putzen. Hier setzen wir den einfach an, drücken Start und er reinigt ganz automatisch. Unser Profi-Fensterputzroboter, unser Allrounder, hat die Bestellnummer NX6057 und die 569. Jetzt zum TV-Sonderpreis, versandt kostenfrei, kommt er zu Ihnen. Ich habe den seit anderthalb Jahren und bin total begeistert. Wir haben seit letztem Jahr noch den Nachfolger von diesem jetzt. Ja. Und den wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen. Das ist also auch ein tolles Gerät. Gleiches Prinzip, Rebecca, ne? Ja, es ist der Hobot 2S, auch ein Haushaltsroboter, der Ihre glatten Oberflächen zu Hause reinigt. Und jetzt nochmal in doppelter Effektivität. Das ist die Fortführung zu dem Modell, was ich Ihnen eben präsentiert habe. Und Sie sehen hier schon, es gibt eine Weiterentwicklung, die ist ganz offensichtlich. Wir haben nicht mehr nur einen Sprühmitteltank, sondern wir haben hier von zwei Seiten, deswegen heißt er auch 2S, wir haben eine duale Sprühfunktion, die 2S-Sprühfunktion hier. Und natürlich ist die ganze Lasersensorik noch mal viel weiter ausgearbeitet und geht so richtig schön ins Detail. Das merken Sie dann hier auch. Wir haben die 4 Lasersensoren mit verbaut in jeder Ecke, sodass Sie hier die Fensterflächen ruhigen Gewissens ihm überlassen können. Genauso wie ich es zu Hause auch gemacht habe. Schauen Sie mal, das ist meine Fensterfläche, unliebsame, bis dato unliebsame Fensterfläche. Die ist ja riesengroß. Und das ist noch nicht alles. Genau so ein Fenster gibt es auch noch auf der rechten Seite, da sieht man auch noch den Türgriff vielleicht im Bild. Also das ist nur ein Teil von allen glatten Oberflächen, die ich zu Hause habe. Und es ist so faszinierend, weil guck mal, ich mache es mir im Sommer so gerne gemütlich hier draußen, da auf meinem Bänkchen. Und ich bin aber trotzdem nicht aufs Bänkchen gekommen, weil ich so fasziniert jedes Mal von diesem Fensterputzroboter bin. Zauberei, ne? Es macht mir total viel Spaß. Ich habe ja nicht nur den Fensterputzroboter in Benutzung, ich habe ja auch einen Saugroboter zu Hause. Ja. Und ich sage es Ihnen, Sie werden nicht mehr drauf verzichten wollen. Es ist so eine Erleichterung. Das ist das ähnliche Prinzip wie mit der Spülmaschine. Würden wir auch nie wieder drauf verzichten. Natürlich können wir auch von Hand spülen, aber es ist doch viel bequemer, wenn wir die Spülmaschine nutzen. Waschmaschine, genau dasselbe. Trockner, das sind alles Dinge, die sind heutzutage selbstverständlich. Und für mich ist mittlerweile auch so ein Haushaltsroboter selbstverständlich geworden. Ich nutze den immer und ich möchte gar nicht mehr umsteigen auf irgendwelche Experimente per Hand, weil Fensterputzen per Hand, das ist bei mir echt immer ein Experiment. Ja, ja. Klappt's oder klappt's nicht? Habe ich Streifen? Oder habe ich keine Streifen, weil ich bin kein Profi zu Hause beim Fensterputzen, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, du wohnst in einer Wohnung, Rebecca. Moni, du wohnst auch in einer normalen Mietwohnung. Wie viele Fenster hast du? Boah, also ich habe 5 Räume und da jeweils immer, ich denke mal, 2 Fenster. Und in meinem Wohnzimmer auch so eine riesen Fensterfront. Ja. Das ist auch sehr, sehr groß und ich putze nicht gerne Fenster. Aber hiermit geht das, wie gesagt. Hier verletzt man sich auch nicht, wenn man irgendwie auf einen Stuhl steigt, wo man sich dann wahrscheinlich auch noch wirklich verletzen könnte. Also hiermit geht das wirklich einfacher. Und ein großes Thema auch bei mir, mein Haarspray im Bad, was sich so schön auf meinen Fliesen immer ablagert. Kennen Sie vielleicht auch? Und hier einfach den Fensterputzroboter dran setzen. Ich würde mal sagen, der ist für alle glatten Oberflächen, definitiv, vielleicht auch für den Wintergarten. Also es ist eine super Lösung. Ja. Vielleicht auch mal ein super Geschenk, weil damit hat man einfach auch Lebenszeit wieder gewonnen und kann der Zeit was anderes machen. Gibt es ein schöneres Geschenk, als Zeit zu verschenken? Nee. Ich glaube nicht. Und hier sehen wir nochmal diese ausgefeilte Technik, ne? Diese Lasersensoren, die sorgen dafür, dass Sie auch rahmenlose Fensterflächen oder Flächen allgemein hier problemlos dem Fensterputzroboter anvertrauen können. Kleinere Unebenheiten sind überhaupt kein Problem für ihn aufgrund der Drucksensorik. Das heißt, der Druck wird entsprechend angepasst, um diese kleineren Unebenheiten auszugleichen. Und es macht einfach Freude. Diesen Effekt, den kennen Sie alle, wenn Sie in einem schönen Restaurant sind, wenn Sie beispielsweise an einem Schaufenster vorbeigehen und Sie sehen, dass hier die Fenster richtig schön glänzen. Da fragt man sich immer, wie bekommen die es hin? Ich wette, die bezahlen ihre Fensterputzer teuer. Der Fensterputzroboter, der rentiert sich super schnell. Ja, wir haben im Wohnzimmer auch, das ist so fast erster Stock, also sehr hochparterre. Da wäre auch so ein Fenster über dem Fenster, was man aufmachen kann und leicht reinigen kann. Aber da drüber ist nochmal so ein fest eingebautes Fenster. Mhm. Da mussten wir immer einen Fensterputzer kommen lassen. Ne? Das haben wir nicht oft gemacht, weil das kostet ja immer Geld. Es waren immer so 40, 50 Euro. Aber wir haben das 2-3 Mal im Jahr machen lassen. Mhm. Weil
du hast keine Möglichkeit, das selber zu machen. Du kannst nicht mit der Leiter ran, weil du kannst ja nicht eine Leiter gegen das Fenster lehnen und auf die Fensterbank stellen und so. Auch keine gute Idee. Es macht auch keinen Spaß, ne? Also nee. Es ist einfach auch der Aspekt, schon alleine normale Fensterfläche, es macht keinen Spaß, weil es ist ja auch für die Kondition anstrengend nach einer Weile, ne? Nach einem Fenster hoch und runter, wenn du so ein bodentiefes Fenster hast, einmal hoch, einmal runter, das merkst du dann schon am Kreislauf, gerade jetzt im Sommer am Rücken merkst du es vielleicht auch, ne? Und auf so Experimente mit einem Drehstuhl, das habe ich auch schon mal ausprobiert, das, darüber wollen wir gar nicht reden, aber das ist ja alles das, was wir machen, weil wir hier bisher sehr wahrscheinlich noch keinen Fensterputzroboter zu Hause hatten. Aber ich sage es Ihnen, in einigen Jahren werden sehr, sehr viele Menschen, wenn nicht sogar die Mehrheit, solche Haushaltshelfer zu Hause haben und es wird ein Standard werden. Ja, es ist einfach fantastisch, wie viel Lebensqualität Sie mit einem Fensterputzroboter bekommen. Was mich auch überrascht hat bei unserem Fensterputzroboter, dass der so streifenfrei alles sauber kriegt. Ja, Sie bestellen unseren Hobots 2S Profi Fensterputzroboter mit der Bestellnummer der ZX7080 und der 569. Tun Sie sich einfach mal was Gutes. Es gibt so viele Fensterflächen, Spiegelflächen, Glastüren, vielleicht auch im Wintergarten. Also ich denke mal, Sie finden da auf jeden Fall Anwendungsgelegenheiten und hiermit macht es einfach Spaß. Sie setzen ihn an und können in der Zwischenzeit vielleicht auch mal ganz entspannt auf dem Balkon sitzen. Und jetzt zeigen wir natürlich auch noch die Reinigungslösung da. Damit Sie vielleicht auch einfach noch mehr Fenster sauber machen können. Am besten direkt mitbestellen, auch zum TV-Sonderpreis. Würde ich Ihnen definitiv empfehlen, weil genau das ist der Punkt. Das Dreier-Set und dann auch noch zum TV-Sonderpreis. Das lohnt sich hier besonders und Sie sind da lange, lange Zeit mit ausgestattet. Original-Herstellerqualität ist die Qualität, auf die ich besonders gerne oder am liebsten besser gesagt auch setze. Deswegen würde ich Ihnen die empfehlen, direkt zu bestellen. Und ich glaube, das hält Erfahrung wirklich also, fast ein Jahr, oder? Man kriegt ja eine Flasche mit, wenn man den Fensterputzroboter bestellt. Unserer hat, ich glaube, ein halbes Jahr gehalten. Also die sind sehr, sehr ergiebig, weil er halt auch genau die richtige Menge an Flüssigkeit benutzt hier. Das Dreier-Set mit der Bestellnummer NX6060 und der 569, da haben sie lange, lange, lange was von. Originalherstellerqualität, egal für welchen Fensterputzroboter Sie sich entscheiden. Ich bin ein riesen Fan von diesen Fensterputzrobotern, weil der wirklich super putzt und an Stellen, wo ich sonst gar nicht rankommen würde. Wir haben angefangen allerdings, ich will noch mal zurückgehen, falls Sie es nicht von Anfang an gesehen haben, mit unserer Fußbodenpoliermaschine, die wir hier sehen. Genial, schauen Sie sich mal diese glatten Flächen an. Da müsste es ja schon mit Glasreiniger rangehen, um das so glatt hinzukriegen. Der macht die Arbeit für Sie, hat einen Wassertank drin, womit das alles optimal gemacht wird. Und ich habe eben ausprobiert das erste Mal, ich fand das genial. Ja, es ist einfach schön, hiermit richtig tolle Ergebnisse zu bekommen, sodass es Freude macht, so einen Boden zu haben, so einen gefliesten, glänzenden Boden. Das ist natürlich nur schön, wenn Sie den auch glänzend hier zurecht polieren. Und genau mit diesen Aufsätzen können Sie das nicht nur richtig schön gründlich durchreinigen, sondern auch noch polieren. Das macht Spaß, das macht Freude, gerade wenn die Sonne jetzt so schön reinscheint, wenn Sie so glänzende Böden betreten können. Bekommen Sie natürlich auch wieder zum TV-Sonderpreis, also nutzen Sie hier auf jeden Fall die Gelegenheit. Die Fußbodenpoliermaschine mit Teleskopgriff bestellen Sie gerne mit der NX5871 und der 569. Und jetzt haben wir hier mein Highlight nochmal für Sie eingeblendet, unseren 3-in-1 Zyklon-Hand- und Bodenstaubsauger mit Wischfunktion oder Wischaufsatz. Mhm. Auch das ist hier wieder ein richtig guter Preis dafür. Richtig praktisch. Definitiv. Wenn wir deine Aufzählung mal folgen und uns überlegen, wie viel wir für drei solche Geräte insgesamt bezahlen würden, dann auch noch mit so einer Saugleistung, 20 Kilopascal, da liegt der Preis deutlich höher. Hier haben Sie ein 3-in-1 Gerät und eine Wahnsinnsausstattung, Saugleistung, Wahnsinnsqualität. Sie haben endlich kein langes Kabel mehr. Sie haben endlich mal einen Zyklonsauger. Das ist ja auch ein Wunsch, der für viele jetzt hier Realität werden kann. Und vor allem, schauen Sie mal, selbst als Handsauger bleibt Ihnen diese Saugleistung erhalten. Also, wir haben drei Funktionen, Wischen, Saugen und Handsauger mit 20 Kilopascal Leistung, deutlich über dem Durchschnitt von normalen Staubsaugern. Und das hier als Akku-Zyklonsauger, das heißt ohne Kabel, ohne Schlauch. Mit der Bestellnummer NX4855 und der 569 können Sie den bestellen. Der kommt versandkostenfrei zu Ihnen und Sie können Ihre Wohnung in Schuss bringen, Ihr Haus in Schuss bringen und das auf beste und einfachste Art und Weise. Es
Es macht einfach mehr Spaß, mit gutem Equipment sauber zu machen. Egal, ob das hier unsere Bodengeräte waren oder der Fensterputzroboter. Der Fensterputzroboter nochmal. Ein Roboter, der Ihre Fenster perfekt putzt. Also, jetzt liegt's an Ihnen. Sichern Sie sich die TV-Sonderpreise, rufen Sie an und bringen Sie Ihr Haus in Schuss. Viel, viel Spaß damit.